Ah, wir sollen wieder zum Schiff. Na gut. Das ist auch mal wieder ganz schön so zwischendurch. Moin. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Na, ich will's ja hoffen. Kanindoko. Was? Was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Oh je, und wahrscheinlich dürfen wir nicht sagen, dass wir ihn umbringen wollen. Wo müssen wir dafür hin? Wahrscheinlich ins Grenzland, oder? Zeig mal her. Was ist das hier? Schnellreise, los. Okay, und hinten rum. Hier entlang. Ja, ab nach Grenzland. Oh, das ist so schön, dass man jetzt die Schnellreise hat. Damit braucht man auch nicht mehr diese Teleporter. Nett. Nett und nett schlecht. Markierung setzen. Nee. Soll einfach bloß nach links gehen, okay? Von hier an links. Einfach bloß runter. Das ist alles in Ordnung. Wappeti, geh weg. Ach, kommst du auch schon? Das ist aber nett. Dann steigen wir gleich mal auf und reiten runter. Ah, das hätten wir uns sparen können. Moin! Johnson Hall ist auf der anderen Seite des Flusses. Das Gewässer wird gut bewacht. Ratong Katetong. Warte bitte hier auf mich. Ach, da hinten. Kommen wir da oben hoch. Müssen wir ja. Okay. Außen rum. Ja, da hat er mit seinem Teeverkauf doch einiges erreicht. Sehr schade. Au. Ich darf hier nicht hoch. Ich muss da runter. Ja, darauf habe ich ja Lust. Aber gut, wenn die das sagen. Bitteschön. Gehen wir halt runter. Aber ich würde jetzt ungern da runter springen. Es macht sich so schlecht. Können wir bis in das Wasser rein? Nee. Das schaffen wir nicht. Aber vielleicht treffen wir den Baumstamm. Oder so. Ein neuer Todessprung aufgezeichnet. Schön vorsichtig. Wo ist er hin? Er ist abgehauen, ne? Oder ist er ins Wasser gesprungen? Wo bist du hin? Okay, wenn du nicht mit mir reden willst, dann halt nicht. Wohl, wir könnten uns ja hier verstecken und warten. Was aber keinen Sinn hat. Wo ist er hin? Er ist weg. Gut,
Dann brauchen wir nicht weiter zu warten. Gehen wir eben woanders lang. Oh, das sieht auch schick aus. Mit dem Wasserfall. Eventuell haben wir hinter dem Wasserfall eine Höhle. Wie schon in vielen Märchen. Warnung, Sperrgebiet. Hier sind wir doppelt gesucht. Da komme ich nicht hoch. Da könnten wir hoch. Aber dafür müssen wir woanders schon mal aufsteigen. Eventuell hier. Nein. Alles so verwinkelt hier. Okay. Wir müssten da eigentlich hoch, weil dort noch eine Feder ist. Ha, geht nicht. Och Mensch, ich will doch keinen Ärger. So. Stirb. Okay, weiter geht's. Einmal schnell hier verstecken. Sieht er mich noch? Ja, er kommt noch rüber. Ich brauche irgendwas anderes. Ich brauche noch meine Kanone. Und tschüss. So, einmal schön nachladen. Ganz in Ruhe. Wir haben jede Menge Zeit. Eventuell kriegen wir hierdurch sogar neue Kugeln. Rauchbombe. Kugeln. Sehr schön. Zwei Stück sogar. Okay, wieder einer weniger. Da oben können wir auch noch nicht hoch. Komm, loote ihn. Jetzt wollt ihr es machen. Eieieiei. 12 und eine Kugel. Sehr schön. So, hier dürfen wir hoch. Ausgezeichnet. So kommen wir auch nach oben. Hoffe ich. Ja, doch. Sieht gut aus. Oi, 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 oi. Oder auch nicht. In der Hoffnung, jetzt nicht abzustürzen, kraxeln wir einfach mal nach oben. Jetzt sind wir auf seiner Höhe. Er hätte uns sehen können. Wenn er denn aufgepasst hätte. Können wir einen Todessprung wagen? Das will ich gar nicht. Einfach weiter. Richtig. Haben Sie uns nicht hergeführt? Ja, auf dass wir den großen Betrüger entlarven. Das ist ein Fehler. Wir sollen unterzeichnen. Ich bin weg. Ich bin gar nicht da. Er ist weg. Ja, ich bin weg. Tschüss. Einmal nachladen. Das macht sich so eigentlich ganz gut. Ups, was haben wir denn da? Ein Fuchs. Später, meine Lieben, später. Zack. Okay. Einmal bitte looten, bevor du weitermachst. Oder auch nicht. Looten. Da. Sehr schön. Eine Kugel. Aber wir kommen hier nirgendwo hoch. Das ist doch zum Heulen. Hier könnten wir hoch. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Na also, endlich. Okay, schön verstecken, schön langsam, sodass die uns hier nicht sehen.
Da vorne müssen wir hin, zu dem Gebäude oder auf den Hochsitz. Gehen wir zu dem Hochsitz. Oh. Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwix? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig. Doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Na toll. Okay, eins haben wir schon mal. Johnson unbemerkt erreichen. Limit für indianische Opfer? Was? Komm, tötet mich. Egal, komm. Wir haben die Mission schon verkackt, ich wusste gar nicht wieso. Aber sei es drum. Wir holen ihn uns. Wir nehmen nämlich Abkürzungen und das geht wesentlich besser. Und... Er will nicht schießen. Warum will er nicht schießen? Ich darf das nicht. Passt wahrscheinlich nicht zur nächsten Videosequenz. Na dann. Schlaf gut. Oh nein. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebaut wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Requiesca den Pace. Möge der Gesichtslose dir den Frieden geben, den du vorgabst zu suchen. Ach je. Ich hoffe, das sagt er jetzt jedes Mal, dann brauche ich das nämlich nicht vorzulesen. Na schick, ist der Umhang noch einmal hoch und wieder runtergewedelt. Gut, das war's. Der Zone entkommen und anonym werden. T ist was für Engländer. Freigeschaltet. Keinen der Fortschritte geschafft. Ich sollte einen Schwalbensprung ausführen. Ich habe gar nicht gesehen, was ein Schwalbensprung ist. Meine Lieben, ich wurde einfach so rausgeschmissen. Okay. Dankeschön. Danke, dass ich wenigstens die Chance dazu hatte. William Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn. Mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen. Und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben. Doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein,
wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Oh. Das ist es. Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so. Machen wir uns doch gleich mal auf den Weg, ja. Okay, wir machen uns auf den Weg, allerdings erst im nächsten Part. Wir sehen uns dann wieder und ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen hier in Davenport auf die Jagd. Bis nachher.